Herzlich willkommen zu One vs. Wild. Ausgesetzt in der Wildnis der Horrorinsel kämpft ein verrückter Survival-Game-Experte 7 Tage lang mit nur 7 Gegenständen an einem von ihm nicht ausgewählten Aussetzpunkt um sein Überleben. Auf ihn warten 7 Tages-Challenges, die er aber auch erst am Tag selbst genannt bekommt. Hartes Überleben mit harten Gegnern, wenig Tiere, um die Nahrungssuche noch schwieriger zu gestalten. Ein gewisser Bereich, in dem er sich nur aufhalten darf, damit ständiges Nachfüllen nicht möglich ist. Schaden bei verdorbenem Essen oder zu wenig Essen und Gebäudeschaden auf an. Wie viele Tage wird er überleben? Wie viele Challenges wird er meistern? Und wird er überhaupt von der Horrorinsel zurückkehren? Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu One vs. Wild, Tag Nummer 6. Noch 2 Tage sind zu absolvieren, Freunde, dann haben wir es geschafft. In der letzten Folge leider die Challenge nicht gepackt. Schaut auf jeden Fall mal die ganzen letzten Videos rein, falls ihr hier erst einschaltet. Wir befinden uns bei Tag Nummer 6, Freunde. 6.48 Uhr, richtig früh wach, richtig geil. Das heißt, wir können den ganzen Tag nutzen. Wir werden jetzt auch direkt, ich bin motiviert, Challenge Nummer 6 jetzt aber zu schaffen. Die Challenge öffnen, gucken, was uns heute erwartet für die nächste Challenge. Und werden versuchen, die, ich komme, was wolle, jetzt zu schaffen. Und wenn ich mich nochmal versuchen muss umzubringen, ich mach das. Lasst uns Challenge 6 öffnen. Challenge Nummer 6. Fange oder töte mindestens 5 Kannibalen mit einer von dir selbst gebauten Falle. Okay. Wir brauchen Fallen. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Haben wir Stoff? Wir haben gar keinen Stoff. Wir haben auch fehlt. Oh. Hä, was fehlt denn noch? Coins. Eine Bombe können wir bauen. Locke mindestens ein oder mehr Gegner in eine von dir selbst gebaute Falle. Wir haben eine Zeitbombe. Und es gibt doch... Upsala, nein. Es gibt doch... Nein, Knochenmacherfalle. Alkoholseil. Und Fliegenklatschenfalle. Die müssen wir bauen. Seil. Zweimal Seil. Wir haben 6 Seile. 6 Seile. 6 Seile, Steine, Sticks. Hier, okay, die können wir bauen. Auf zum Flugplatz. Auf zum Flugplatz, Freunde. No risk, no fun. Wir riskieren's. Wir müssen da die Fallen bauen. Wir müssen die da reinlocken. Und dann sind die böse auf uns. Heißt, dann haben wir spätestens den Hass der Gegner auf uns gelenkt. Und müssen das aber mindestens auch noch am Tag schaffen. Okay, wir schaffen das. Okay, Plan. Flugplatz. Auf den Flugplatz gehen. Auf dem Flugplatz werden wir die Fallen bauen. Einfach mal
von beiden Sorten ein oder zwei. Am besten lieber die Feuerfalle, weil die Feuerfalle, glaube ich, effektiver ist. Wir haben immerhin die Mollys gefunden, also Alkohol, und wir haben keinen Stoff. Heißt, wir können eh keine Mollys machen, nutzen wir die dafür. Und mit Glück kriegen wir daraus sogar noch Schädel, Knochen und Co. und können die vielleicht noch für die letzte Challenge oder so verwenden. Wer weiß, was kommt. Ansonsten wäre mir nur noch der Stachel, den wir bauen könnten. Dass wir irgendwie, was weiß ich, 2, 3 Stachel bauen. Einen Gang bauen, die da reinlocken, selber über die Stacheln hinausspringen und die dagegen rennen. Und dann quasi auch nochmal in eine Falle rennen. Das wären so 2 Möglichkeiten, die mir jetzt einfallen. Da wir nicht so viel Zeit haben, immer nur die Tagesbegrenzung, um die Challenge zu schaffen, ist mein Plan jetzt ganz klar, auf dem Weg Sticks schon mitzunehmen und wirklich die 2 Sachen umzusetzen, wo ich denke, dass es klappen könnte, und jetzt nicht hier noch großartig Sachen zu bauen, wo ich vielleicht gar nicht dann erfolgreich mit bin. Das ist, glaube ich, der beste Plan. Wir versuchen, hoch zum Flugplatz zu gehen. Wir versuchen, die 2 Arten von Fallen zu bauen. Und wir versuchen, die 3. Art noch zu bauen, die wir aus Stacheln und so setzen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht 2 Bäume oder so fällen, die außen hinlegen, wie so einen Tunnel bauen, wo die uns hinterher rennen, über die Stacheln drüber zu jumpen. Zack. Ich weiß gar nicht, ob man so hoch jumpt, aber wir versuchen es. Um dann keinen Schaden im besten Fall zu bekommen. Da drüber zu jumpen, die rennen da rein, trennen sich irgendein Körperteil ab und sterben. Das ist so der beste Weg, wie es läuft. Und dann sehen wir gleich die Praxis. Ich sehe uns schon heute sterben. Ich sehe uns heute an der Stelle sterben. Vor allem dürfen wir die Machete nicht mehr benutzen. Ich sehe uns einfach heute schon sterben. Tag 6 wird Hardcore. Das ist jetzt ein Scherz. Ingelkraftwurz gefunden. Ey, warum? Warum wächst das jetzt hier? Warum? Hier auch. Ich sag, es lag wirklich an der Jahreszeit. Ne? Ich glaube, es ist jetzt nicht einen Tag später und wir hätten die Challenge schaffen können. Hätten wir schon 3 gehabt. Hätten wir einfach schon 3 gehabt. Und dann hätte jetzt noch... Ach, egal. Egal. Challenge ist Geschichte, kann man wirklich sagen. Geschichte reden wir nicht mehr drüber. Heute ist ein neuer Tag, neues Glück, neue Motivation. Hier, guck mal, oh, Pilze, guckt euch das an. Ich sag, es liegt wirklich an der Jahreszeit, wann man spielt. Egal, come on, wir sind da. Wir sind da, wir sind da. Okay, wir machen auch gar nicht lange. Wir legen die Fallen schön offensichtlich. Damit wir auch selber nicht reinrennen. So, Nummer 1. Sind sogar schon die Gegner. Dann hier Nummer 2. Und Nummer 3. So, dann haben wir die nämlich schon mal gespannt. Und dann machen wir hier noch 2 von denen. Oh. Steine und Sticks. Guckt euch das an, jetzt wachsen hier überall Pilze. Ich werd nicht mehr. Ich sage, es liegt wirklich nur an der Jahreszeit. Die macht es am Ende aus. Da hätten wir bestimmt noch was finden können. Oh Gott. Oh oh, da ist ein Tier durch. Oh. Bruder, lass mich in Ruhe, bitte, bitte, bitte. Komm her, komm her. Komm, lauf einer schon mal hier rein. Da wäre die erste Aufgabe schon geschafft. Was brauche ich hier wieder? Auch ein Stick. Ein Stick. Gib mir einen Stick. Oh mein Gott, ich bin richtig angespannt. Wenn ich die nämlich nicht kommen sehe, dann bin ich am Arsch. Und ich will die eigentlich so unaggressiv machen, wie es nur geht. Aber jetzt ist eh Tag 6, ne? Komm, machen wir sie mal aggressiv. Da ist auch einer. Ich sage ja, überall. Alter, die Tiere.
Komm, ich mache jetzt mal aggressiv hier. So. Okay. Komm, auf durch. Ja, ja, ja. Nein, ey, der isst das Fleisch. Der isst hier lecker das gute Fleisch. Komm, lauf durch jetzt. Ja. Ja. Ja, ja, einen haben wir. Ey, hier, hallo. Hallo. So, ich brauche jetzt hier noch meine eigenen Fallen dazu. Dafür brauche ich Sticks. Oh, da hängt der nächste. Oh Junge, die sind unnormal gut. Guck mal, wie die hier dranhängen. Unnormal gut. Und hier sind wirklich die... Oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt sind sie sauer. Jetzt habe ich... Jetzt ist vorbei. Ab jetzt gibt es kein gutes Gespräch mehr hier. Kein Glück, nix. Oh mein Gott. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Leben nehmen, direkt Leben nehmen. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich will fünf schaffen. Komm. Fünf Stück. Fünf. Zwei habe ich. Und ich hab Knochen. Richtig nice. Mehr. Ja, ja. Drei. Hab ich mich erschrocken, Junge, hab ich mich erschrocken. Scheiße, meine Leben sind nicht gut. Meine Leben sind nicht gut, ich geh drauf, wenn ich hier nicht aufpasse. Okay, komm, nicht die Leben riskieren. Komm, nimm lieber Medikamente. Nicht noch daran jetzt verrecken. Okay, der ist an dem da interessiert. Wir haben drei. Drei, komm, spann die Falle. Oh, ich will nicht wieder brennen. Drei. Ja, komm. Komm. Hier bin ich. Hier bin ich. Komm, 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 komm. Ja, komm, noch ein Stück. Noch ein ganz... So knapp. War so knapp. Okay, haben wir voll? Komm, egal, drei habe ich. An sich ist die Challenge geschafft, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich will die hier auch nochmal sehen. Komm. Da hängt noch einer drin. Vier. Komm, 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 da auch noch. Komm, du stehst doch schon. Komplett zerfleddert. Oh mein Gott, fünf. Junge. Wir haben fünf. Fünf. Komm, komm, wir machen weiter. Komm hier ran. Komm hier ran, Junge. Komm mal ran auf einen Meter. Ich muss echt von hinten. Da sind auch neue Gegner. Oh. Jetzt heißt es aufpassen. Jetzt ist nicht mehr so spaßig. Jetzt ist nicht. Der arme Hase. Komm. Kommt her, Junge. Ich bin bereit für euch alle. Ich bin bereit. Ja, komm. Kommt her!
Komm, geh da dran. Oh. Ja! Ja! 5. Junge, die hier ist krass. Die ist krass, die Falle. Die zerfleddern einfach sofort. Eigentlich habe ich's, oder? Komm, einen noch. Oh, das arme Eichhörnchen. Einen noch. Einen letzten will ich noch. Einen letzten noch. Aber ich glaube, die haben auch keinen Bock mehr. Die wissen, hier geht's nicht weiter. Junge, die sind einfach in der Luft zerstückelt, wenn die hier reinlaufen. Guckt euch das an. Hier liegen überall einfach die Arme und die Beine. Ey, egal, kommt. Wir haben es geschafft. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. 5 Stück. Aber komm. Den schaffen wir noch. Komm. Komm, sei so mutig. Kommt, seid so mutig. Komm her. Okay, der gönnt sich. Okay. Der gönnt sich auch den Kopf. Lass es dir schmecken, Kollege. Lass es dir schmecken. Komm. Einer noch. Ja, komm. Die Falle hier, die ist gut. Die ist irgendwie die Akt. Boah, das sind wieder 3. Kommt. Kommt. Komm. Kommt schon. Komm. Ich hau ab. Komm, wir haben es geschafft. 5. 5 Stück. 5 Stück. Mindestens 1, besser wären 5. Wir haben's. Wir haben die Fallen getestet, wir haben eigene Falle gebaut, wir haben 2 selbst aus dem Buch genutzt. Die haben beide geklappt, beide Fallen haben funktioniert, wir haben 5 Gegner gekillt, Challenge ist bestanden. Wir haben die letzten nicht bestehen können, die haben wir geschafft. Also gut, nicht weiter das Leben riskieren. Das sollten wir von dem einen Tag ganz klar gelernt haben. Also wieder zurück. Challenge check. Die haben wir. Jetzt will ich aber noch ein bisschen runter zum Camp. Nochmal Sachen auffüllen. Nochmal hier auf dem Weg essen, trinken. Alles. Und dann, geil. Dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Jetzt müssen wir nur noch den Tag überstehen, weil wir haben keine Medis mehr, oder? Wir haben keine Medis mehr. Oh, aber wartet mal. Wir haben einen Beutel aufgehoben. Klebeband. Okay, aber leider kein Dingens. Okay, heißt, wir haben also keine Medikamente mehr. Und ich will nicht riskieren, an Tag 6 jetzt, nachdem wir... Oh, aber jetzt sind die sauer. Nachdem wir jetzt die Challenge geschafft haben, jetzt noch zu verrecken. Ey, jetzt will ich auch noch Tag 7 packen. Nur irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir dadurch, dass wir die jetzt angegriffen haben und die bisher wirklich eigentlich freundlich noch geblieben sind, obwohl die auf böse gestellt sind, jetzt wirklich verärgert sind. Vielleicht sollten wir um unsere Base herum jetzt auch noch Fallen bauen. Und die Zerstückelung Steinfalle, haben wir noch Seile? Wir haben auch noch 2 Seile. Das heißt, ich könnte eigentlich auch noch 2 Fallen an unserer Base bauen. Und selbst im schlimmsten Fall, wir gehen knock oder ne so und wir verlieren noch was, könnten wir uns mit den Fallen bestimmt am letzten Tag irgendwie, wenn wir immer wegrennen, verteidigen. Ey, krass. Wieder was dazugelernt. Fallen sind gut. Fischhäusen sind gut. Feuer, wenn man da dicke Holz reinpackt, brennt super lange und gut.
Ey, wir haben wirklich viele Dinge dazugelernt. Natürlich hat es jetzt, wir haben auch Glück, es hat gar nicht geregnet bisher. Wir hatten auch nicht einen Tag mit Regen. Sieht jetzt heute das erste Mal sogar nur ein bisschen nach Regen aus, aber auch so sind nur ein paar Wolken. Also es ist noch eigentlich relativ gut. Ein Tag Regen, auch wunderbar. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Zorn auf uns gelenkt, also... Guck mal, da unten ist es schon sehr gut. Aber ich weiß, jetzt sind sie sauer. Jetzt sind sie sauer, jetzt haben wir den Salat. Aber egal, Challenge, check. Das freut mich doch mal wieder sagen zu können. Geschafft und nicht gescheitert. Let's go. Das freut mich doch mal wieder zu hören. Dass auch mal wieder eine Challenge hier an unserem Spot und Co. möglich war. Die anderen wären vielleicht zu einer anderen Jahreszeit vielleicht auch sogar drin gewesen. Aber so ist jetzt außer die mit den Knochen. Die konnten wir nur so jetzt schaffen. Aber wir haben es. 6 Check. Richtig nice. Ich freue mich mega, dass ich mal wieder eine habe. So, und wir sind wieder unten. Und haben noch richtig schön tagesziel-mäßig Zeit, noch ein bisschen hier auszubauen und so. Können noch mal Essen ranholen, können noch mal Trinken ranholen. Und ich will auch noch ein bisschen hier weiterbauen. Doch, was haben wir denn jetzt hier? Inventarmäßig. Okay, wir haben nur Klebeband, ne? Das heißt, wir könnten aber... Täuscht mich doch jetzt nicht, ein Bett bauen. Ja. Dafür brauchen wir noch ein Klebeband. Das heißt, wir könnten, wie ich das von Anfang an wollte... unter das Ding hier noch jetzt ein Bettchen bauen. Oh, warte, will ich aber ein bisschen mittiger. Und haben dann noch hier ein bisschen bequemer und schöner das Ganze. Bam. Sehr schön. Können wir uns heute Abend richtig geil drauflegen. Ist unser Bett hier am vorletzten Tag auch nochmal ein bisschen ausgebaut. Dann könnten wir jetzt hier, komm, wir bauen ihn noch nachträglich. Wir bauen ihn noch nachträglich. Auch wenn wir dafür keinen Punkt mehr kriegen. Wir haben noch... Oh Mann, wie ärgerlich. Hätten wir dafür jemanden killen dürfen? Okay, aber wir haben ihn. Immerhin noch nachträglich, challenge-mäßig, check. Für mein Gewissen. Die Bären schaffe ich trotzdem nicht. Die Tiere alle zu fotografieren, nachträglich auch nicht mehr. Aber immerhin, den haben wir noch fertig. Guck mal, haben wir doch hier ein richtig schönes kleines Camp. Wir haben hier was zum Trinken, wir haben unser Feuer, wir haben Essen. Wir haben was Gemütliches zum Schlafen, zum Sitzen. So, was könnten wir denn noch? Duel haben wir ja jetzt. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Könnten wir bauen, brauchen wir nicht. Doch was zum Anpflanzen? Ja, warum denn nicht? Bauen wir doch noch ein paar Kleinigkeiten dazu, bevor es morgen wieder zurückgeht. Bevor es morgen hier wieder von der Insel zurückgeht, machen wir doch noch ein paar kleine, aber schöne Bauprojekte, machen noch das Lager ein bisschen schöner, pflanzen uns noch unsere Blaubeeren an, die wir zwar eh überall haben, aber hey, dann kann man noch mal ein bisschen was machen, weil relativ wenig mit Bauen vom Prinzip, was jetzt so Bauprojekte angeht. Klar, Stuhl und so wäre ein Bauprojekt gewesen, haben wir halt einfach nicht machen können. Aber die Challenges waren auch sehr einnehmend, tagmäßig. Deswegen ist es jetzt dann ganz cool, wenn wir die Challenge schon so früh absolviert haben, dass wir sogar noch ja, das Ganze hier mit ein paar coolen Bauprojekten sogar fast beenden. So. Geil. Geil, 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 geil. Das Feuer brennt einfach wirklich wie im Dschungelcamp. Seitdem wir hier sind, nicht einmal ausgegangen. Haben wir denn hier? Nehmen wir doch die Heidelbeeren.
So, den brauchen wir nicht. Haben wir. Brauchen wir hier unten nicht. Brauchen wir nicht. Haben wir. Eine Lampe könnte man machen. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Für Stacks, ja. Steine, ja. Rüstung, ja. Regal. Ja, eigentlich haben wir auch jetzt sozusagen alles, was wir zum Überleben brauchen. Oder um auch noch hätten länger hier bleiben zu können. Wir haben unser Essen. Plus, was man dazu sagen muss, das Essen wäre uns auch nicht mehr ausgegangen. Weil ich glaube, selbst hier der Fisch wäre im Winter, weil das ja hier nicht zufriert, aktiv gewesen. Heißt, wir hätten hier sogar das ganze Jahr eine aktive Nahrungsquelle gehabt. Dann hätten wir hier noch Feuerholz für ich weiß nicht wie viele Tage gehabt. Sagen wir mal zwei Stückchen grob geschätzt pro Tag. Da hätten wir auf jeden Fall noch einige Tage mit klarkommen können. Und wir hätten sogar hier noch was zum Nachlegen gehabt. Dann überdachtes Schlafgelegenheitchen. Was auch immer, wie man es beschreiben soll. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Gut, jetzt die letzten Tage immer so. Jetzt heute ab, ja, heute Nacht noch mit Bett. Auch finde ich geil geworden. Und hier halt essen und sitzen, ne? Und wenn es jetzt mal geregnet hätte, hätten wir sogar noch so Trinkwasser sammeln können. Also eigentlich muss man sagen, da noch vom Spot hier ein bisschen sichtgeschützt, windgeschützt und hier eigentlich echt gut genutzt. Sehr, sehr gut sogar genutzt. Wenn man jetzt auch mal hier guckt, guck mal, wenn man von der Seite kommt, man sieht halt nur maximal den Rauch aufsteigen, das war's. Und sieht erst ab hier, dass hier wirklich ein kleines Camp ist. Also wirklich richtig praktisch, richtig gut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Sehr, sehr gut. So. Zack. Ist noch voll. Dann werde ich jetzt nochmal gucken. Ich will noch ein paar Sachen bauen. Wir könnten entweder noch Sachen hier rausbauen. Kann man die Fackel an den Stein anbringen? Ja. Boah, da machen wir hier eine Fackel. Ah, wir haben keinen Stoff. Wir haben ja keinen Stoff. Hat sich erledigt. Ich habe ja gar keinen Stoff. Shit. Wir bauen ein paar Stacheln. Wir bauen unsere Base noch ein bisschen sicherer. Heißt, wir brauchen ein paar Sticks noch. Und dann bauen wir mit Steinen und mit den Sticks so ein paar Stacheln, die ringsherum um die Base noch gehen. Also um das Camp. Ist ja keine richtige Base. Dann haben wir nochmal so eine kleine Absicherung. Wenn wir auch mal nicht so aufpassen und die Gegner angerannt kommen, wir so ein bisschen versteckt sind oder so. So, gucken wir doch mal. Bauen wir mal da die Lücke zu, würde ich sagen. Neben dem Stuhl direkt. Bauen wir mal hier. Und hier. Da hauen wir noch ein paar Steine drum, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist. Machen wir erstmal überall ein. So. Nein, 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 nein. So. So. Dann machen wir die ganzen unten fertig. Dann sind die nämlich ein bisschen stabiler. So. Da sind wir fertig.
Da sind wir fertig und hier sind wir fertig. So, da müssen wir einmal auf die andere Seite. Und machen hier den. Zack. 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 Und zack. So, dann kann man nämlich hier nicht mal eben so dran oder durchrennen. Man ist von der Seite schon mal ein bisschen eingepackt. Können das Ganze natürlich auch hier nochmal so ein bisschen, brauche ich ja gar nicht. So ein bisschen noch hier in die Ecke machen. Dann ist man auf der Seite auch komplett sicher. Dann kann die eigentlich nur, wenn die einmal rumrennen oder drüber jumpen, uns angreifen. So, dann legen wir da auch direkt schon mal ein paar Steine dran, damit das ein bisschen sicherer ist und nicht hier die ganze Zeit umkipp. So. Okay, das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir nämlich, ich wollte nämlich nicht unbedingt eine ganze Base bauen, außer irgendwie die Aufgabe wäre von Anfang an gewesen, irgendwie baue über die 7 Tage an deiner Base und versuche am Ende wirklich eine schöne Base mit Dach und Co. zu haben. Dann hätte ich das natürlich gemacht. Dann hätte ich vielleicht auch nicht hier den Strandabschnitt gewählt. Da das aber nicht Aufgabe 1 war, habe ich mir gedacht, okay, komm, man kann auch einfach mit der Plane und so spielen, so Bushcraft-mäßig. Reicht eigentlich. Aber jetzt, wo wir wirklich so schnell fertig sind, können wir jetzt einfach sagen, komm, wir nutzen den Tag jetzt, aber immerhin dann noch, um ein paar geile Bauprojekte zu machen. Und noch ein bisschen, gut, oben war ja schon ein kleines Bauprojekt. Upsala, müssen wir gleich neu aufbauen. Ups, da ist der fette Lauch draufgejumpt und hat's kaputt gemacht. So. Und so. Zack. Direkt wieder hier aufbauen. Wie sieht das denn hier aus, Hammer? Zack. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, richtig geil. Die Seite ist zu und sicher. Man kann sich hier hinsetzen, ohne dass man Angst haben muss, einen Nacken zu bekommen. Man kann auch hier schlafen, ohne Angst haben zu müssen, dass die von der Seite durchkommen. Von der können sie zwar noch durch, aber hier ist auch schon eigentlich alles eingepackt. Wir können natürlich hier auch nochmal 1, 2 Stacheln hinsetzen. So. Wenn wir das nämlich machen, dann sollte eigentlich nur von vorne welche reinkommen können. So. Und ich bin ehrlich, upsala, das das war knapp. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. So. Blup. Blup. Let's go. Die Sonne geht auch runter. Wir sind eingepackt. Guckt euch das an. Richtig schön. Wir haben Challenge 3 sozusagen auch nochmal nachgeholt. Oder 4. Challenge 3, Challenge 4. Ja, renn da einfach drüber. Kein Problem. Ich meine, Challenge 3 war es. Mit dem Stuhl. Den haben wir jetzt auch nachgeholt. Und ich feiere es irgendwie. Guckt euch mal die Optik an. Irgendwie mag ich's. Irgendwie mag ich's, muss ich wirklich sagen. So, wir können nochmal ein bisschen Fisch aufhängen. Irgendwie mag ich's, echt. Es sieht irgendwie chillig aus. Es hat so einen richtigen, okay, ich bin abgestürzt, ich bin hier, ich überlebe, Vibe. Und muss jetzt hier das Beste aus der Situation machen. Und habe alles, was ich gefunden habe und Co. irgendwie am Strand direkt gemacht. Um einfach klar zu kommen. So Castaway-mäßig. Wo ist Wilson? Wilson, ich brauche noch Wilson eigentlich. So. Oh, Junge, erschreck mich doch nicht so. Warum musst du mich so erschrecken, ganz ehrlich? Und noch ein Fisch für den Abend. Was sagt eigentlich meine Trinkenflasche? Die Trinkenflasche sagt, ich bin full. Sehr gut, dann nehmen wir uns doch hier noch ein Fischchen raus. Die sind echt alle vergammelt. Alle vergammelt.
Okay, wenn die zu lange drin sind, vergammeln die. Komm, ich kann den aufs Feuer legen, dann ist der ja wieder gut. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil an sich sollten die da drin, finde ich, frisch bleiben. Ja, die sind gefangen, aber die leben ja trotzdem da drin und verrecken nicht direkt. Also, weiß ich nicht. Könnten eigentlich auch überleben. Egal. So, noch ein Schlückchen trinken. Und Leute, es freut mich sozusagen. Die Sonne geht unter. Tag 6. Check, check, checkity check. Wir haben die Challenge geschafft. Wir haben Tag 6 geschafft. Wir haben sogar noch an der Base weiter, Base in Anführungszeichen, am Camp weitergebaut. Und haben sogar noch die Challenge nachgeholt und den Stuhl jetzt fertig gebaut. Ich bin mega zufrieden mit Tag 6. Der letzte Tag morgen bis zur Abholung. Und wir haben es geschafft. Wir haben es fast geschafft. Let's go. Let's go, Freunde. Eure Meinung, eure Ideen wie immer in die Kommentare. Let's go. In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar.